Sodala, noch ein Statement von der Regierungscouch. Ich schaue nicht nur BES in meine Videoblogs, ich bin BES. So, jetzt haben wir das einmal abgehakt. Was gibt es sonst dazu zu sagen? Ja, was mir auffallen ist, vielleicht bin ich da einfach ein wenig hypersensibel. Die Werbungen, wenn man jetzt sich auf irgendeiner Seite umhält, sind ja heutzutage meistens verkauft und bearbeitet oder bearbeitet und danach irgendwie teuer verkauft. Klar, einfach nur irgendwie Werbung schalten ist ja heutzutage nicht mehr drin. Das muss immer mehr auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten sein. Ich mache mir da einen Spaß, dass ich manche Dinge einfach mit total hirnrissigen Bemerkungen dann sozusagen wegklicke. Zum Beispiel jetzt im Fratzenbuch, wisst ihr ja, was ich meine. Da kann man ja das wegklicken. Das wissen die wenigsten, dass man da die Werbung wegklicken kann. Man kann auch begründen oder man muss begründen, warum man sie wegklickt. Ja, wie gesagt, also ich habe da immer recht lustige Begründungen. Es gibt aber vorformulierte, da wo ich zum Beispiel dann, was weiß ich, wenn so man Trockenrasierer von der Firma XY geht, schreibe ich hier, das ist sexuell explizit oder was weiß ich, andere nervige Sachen, die überhaupt nichts mit irgendwie Sex zum Tor haben, werden als sexuell anstößig weggeklickt. Das verwirrt ein wenig die Algorithmen, finde ich ganz lustig. Ich habe seitdem sehr interessante Werbung an der Seite. Das letzte Mal hatte ich vom Jesus-Shop die Biker-Bibel, die mir da angeboten worden ist. Da sind mir dann nachträglich auch ein paar Sachen eingefallen. So zum Thema Jesus-Shop. Ich schaue ja selber aus wie der Klippenspringer. Na, ihr wisst schon. Was gibt es in einem Jesus-Shop? Das ist eine interessante Frage. Das Kreuz zum selber nageln. Ja. Klippenspringer-Devotionalien, Bausätze, ja. Ich baue mir meine Religion oder was weiß ich. Designer-Hostien, ja, wäre doch auch eine Sache. Ja. Das Buch, das Große natürlich, ja, also nein, ich meine jetzt halt nicht das Bundesgesetzbuch oder das bürgerliche Gesetzbuch, ich meine das andere, Straßenverkehrsordnung. Ja, Kreationisten-Lexikon. Das war doch auch eine Sache, das war doch auch super gut in seinen Jesus-Shop reinpassen, ne? Kreationisten-Lexikon. Hat drei Seiten. Auf der ersten steht gar nichts drauf, ist normal, auf der letzten auch nicht. In der mittleren steht dann drin, kauf das andere Buch. Nicht die Straßenverkehrsordnung. Ja, jetzt quatsche ich schon wieder über 3,5 Minuten. Ja, auf jeden Fall machen wir dann ein paar Gedanken dazu. Wenn ich schon ausschaue, wer der Jesus, dann vielleicht, ja, Pudel von mir, das war's. Profilbilder von mir, also so. Als Pearl Jesus, ne? Gibt aber Leute, die wissen jetzt, was ich meine. Ja, jetzt zeige ich mir so lange weiße Kutte an und stelle mich irgendwo hin, segne die Skifahrer. Da kann man doch auch ins Geschäft kommen. Ich glaube, das mache ich. Ich schreibe denen mal einen Brief und biete denen solche Sachen an. Ich lasse mich fotografieren als Jesus 2.0. Na? Ich bin zwar jetzt kein Christ nicht, aber Jesus war auch keiner. Der war Jude. Außerdem hat er nicht Jesus geheißen, sondern Joscha ben Josef.
Sandy, bin ernst. Ist Jesus 2.0. So, jetzt habe ich 5 Minuten gequatscht. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Wenn mir noch was einfällt, dann werde ich das schon noch dazu backeln. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Jesus-Shop. Für euch.